Hallo und willkommen zu Excel. Hier möchte ich mit der Funktion Zukunftswert ZW und ZW2, das sind also zwei Funktionen, möchte ich berechnen, wenn ich Geld jetzt anspare regelmäßig und einen gewissen Zinssatz habe, wie viel Geld ich in der Zukunft dann auf dem Konto habe. Zunächst die klassische Funktion ZW, Zukunftswert, die geht davon aus, dass ich einen Zinssatz angeboten bekomme, vielleicht 3% in ein paar Jahren vielleicht mal, und ich der Bank Geld gebe, also von mir aus der Bank Geld zuführe, zu Beginn eine Starteinlage, dass ich beabsichtige, immer den gleichen Wert anzusparen, also hier 100 Euro, und dass ich vielleicht mich auf 2 Jahre festlege und vielleicht jeden Monat diese 100 Euro anspare, also über 24 Monate schon mal 2.400 Euro auf die 2.000 drauf, also das rote, das minus markierte Geld hier, das geht von mir weg und in Zukunft bekomme ich was von der Geld wieder. So, die Funktion ZW, Klammer auf, ich drücke mal hier auf den Schalter FX, Funktion einfügen, der Funktionsargumente-Dialog. Ja, ich bekomme einen gewissen Zins und dieser Zins von 3%, den bekomme ich ja nicht monatlich, aber da ich monatlich zahlen möchte, also 12 Zahlungszeitpunkte im Jahr habe, muss ich diesen Zinssatz hier einmal durch 12 teilen, also durch die Anzahl der Zahlungszeitpunkte pro Jahr. Und ZZR, über wie viel Monate möchte ich denn Geld einzahlen? Ich möchte über den Zeitraum von 2 Jahren pro Monat, also 24 Zahlungen leisten. RMZ, welchen Wert will ich denn ansparen? Ich möchte hier 100 Euro reingeben. Barwert, welchen Geldwert gebe ich der Bank vorab? Vertrauensvoll hier 2000 Euro gebe ich der Bank. Und die Frage, wann zahle ich dieses Geld? Zahle ich das, wenn ein Monat vorbei ist, am Monatsletzten, oder beginne ich direkt mit dem Sparen sofort nicht nur die 2000, sondern auch den ersten 100er drauf? Das mache ich mal, dafür gebe ich eine 1 ein. Klick auf OK und ich bekomme nun, wenn ich nach diesem Wert, nach diesem Verfahren arbeite, also hier habe ich mich jetzt nicht auf die Formel bezogen, das korrigiere ich noch mal kurz, aber ich habe sonst auch gemacht, hier steht noch eine 0, das wären jetzt ein paar Euro weniger, zahle ich zum Anfang des Zeitraums, ja gut, 6 Euro gewonnen. Das Ganze vielleicht noch mal ein wenig vereinfachter. Ich zahle jährlich nur einmal meine 100 Euro, also lege 2000 Euro rein, lasse das Geld 2 Jahre liegen und zahle nur zu Jahresbeginn nochmal jeweils 100 Euro. Also 2200 Euro der Bank gegeben, über 2 Jahre liegen gelassen, macht am Schluss 2.330,89 €. Das kann man ja ganz leicht mal nachrechnen. Ich gebe der Bank im ersten Jahr gleich zu Beginn 2.100 Euro. Diesen Betrag, den rechne ich mal 1,03, also mal 103%. Dadurch bekomme ich den Wert des Geldes, den diese Starteinlage zu Beginn hatte. Und dann rechne ich auf diesen Betrag hier nochmal 100 Euro drauf zu Beginn des zweiten Jahres und auch diesen Betrag rechne ich mal 1,03 und ich bekomme exakt den gleichen Wert hier ausgewiesen. Also ZW ist auch nachvollziehbar, wenn man sich das hier so mal mit einfachem Auseinandernehmen der Formel das Ganze nachvollzieht. Ja, ZW. Das gilt bei gleichbleibendem Zinssatz über die Jahre hinweg. Wenn meine Bank oder meine Investition hier sagt, okay, ich habe aber variable Zinssätze, pass auf, ich lock mit 4% maximalem Zinssatz, dann kann ich hier bei einer Starteinlage, also ich gebe fest Anfangsgeld rein, kann ich mir den Wert über die Jahre, den meine 2000 Euro mit dem ersten, zweiten, dritten, vierten Jahr entwickelt, hier ausrechnen. Also mit der Funktion, ja, machen wir erstmal ohne diese Funktion. Ich wüsste ja,
Ich hätte anfangs diesen Wert plus diesen Wert mal dem Zinssatz. Also nach einem Jahr erwarte ich, dass ich 20 € Zinsen entwickelt habe. Mit dem zweiten Jahr hätte ich genau diesen Wert und das Ganze plus diesen Wert mal dem Zinssatz. Das heißt von 2020 Euro nochmal 2% drauf, also nochmal 40,40 € 40 drauf. Ne, das sind 2% dieses Wertes. Die Formel kann ich mal runterziehen. Also nach 4 Jahren müsste ich 2207,10 € haben. Die Funktion ZW2. ZW2 macht genau das Gleiche. So, ich öffne mal den Dialog. Da kann man nicht viel eingeben, weil man hier nicht monatlich noch zusätzlich Geld anspart, sondern nur von einer Starteinlage ausgeht, also von diesem Kapital. Hier geht man aus. Ich schütze das mal mit F4, weil ich die Formel gleich runterkopieren möchte. Und daneben ist die Reihe der Zinsen. Also ich kann mich direkt in die letzte Reihe hier stellen und die Formel ausrechnen. Ich möchte das aber hier mal fürs erste Jahr ausrechnen und beziehe mich auf den Wert B3. Und ich mache jetzt mal Folgendes. Ich drücke F4 bis B3. So, Moment. Hier steht jetzt also Dollar B, Dollar 3 bis bis B3. Diese Formel kopiere ich nach unten und sehe nun, welche Zinsen ich nach 2 Jahren erhalten habe, welche Zinszahlung ich nach 3 Jahren auf dem Konto habe und welche nach 4 Jahren gutgeschrieben wurden. Das deckt sich, diese Formel. Nimm einen Eingangswert und hier ist die Reihe der jährlichen Zinssätze. Das deckt sich mit meiner manuellen Berechnung.